Du wirst deinen Widerstand büßen, Melina. Dein Blut wird es besiegeln. Die Stufen hoch. Zum feurigen Rand. Was hat mein Imperator gesehen? Eine kleine Katze wurde zum Jaguar. Am Absetzpunkt teilen wir uns auf. Jackie und ich kommen von Süden, ihr beide von Westen. Treffpunkt hier, am nördlichen Zugang. Dann was? Einfach abholen und raus? Ob er will oder nicht. Widerstand dürfte wahrscheinlicher sein, als ihr denkt. Keine Sorge. Sub-Zero wird gar nicht wissen, wie ihm geschieht. Die vordere Verteidigung zieht sich auf euren Befehl hin zurück. Es wurde bestätigt. 4 Eindringlinge. Es ist Zeit, unsere Gäste zu unterhalten. Okay, ich gehe voran. Du und Jin die Seite. Los! Bereit? Jin. Du, ich muss. Ihr seid hier nicht willkommen. Nennt eure Absichten. Großmeister, ihr müsst mit uns kommen. Mein Name ist Sergeant. Du verlangst meine Zusammenarbeit, aber du bist abgeschnitten, umstellt. Was willst du tun? Mein Vater hat stets in den höchsten Tönen von euch gesprochen. Er will reden. Reden. Immer seine erste Wahl. Okay, versuchen wir es mit Schlägen. Los! Halt! Cassandra Cage. Du führst diese Gruppe, aber sie spurt nicht. Was würde deine Mutter tun? Nicht rumtrödeln und euch umhauen. Mal Manieren beibringen. Mm-hmm.
Gegenwart. Ich friere deine Seele ein. Du bist deiner Mutter ähnlicher, als du denkst. Deine Kräfte hätten dich warnen müssen, Takahashi Takeda. Zweifellos hat Kenshi dich gelehrt, sie zu nutzen. Mein Vater hat mir so einiges beigebracht. Sehen wir mal. Wow, das Zusehen tat schon weh. Du bist nicht wie dein Vater. Noch nicht. Verflucht. Du hast dein Kommen angekündigt, Jacqueline Briggs. Specialist Briggs. Ja, militärischer Anstand ist deiner Familie wichtig. Wenn du meinen Vater kennst, kennst du mich. Dachte, ihr wärt Freunde. Wir teilten uns ein dunkles Kapitel. Yeah.
Geh nicht zu hart mit dir ins Gericht, Specialist Briggs. Kung Jin, statt Überlegene zu verspotten, solltest du lieber deinen Kameraden helfen. Ich werd's mir merken, sollte ich je einen treffen. Shaolin müssen dir noch mehr beibringen. Maulheldentum passt nicht zu dir. Vorschläge? Sub-Zero, reden wir. Diese Chance ist vertan. Neuer Plan, Cage? Du hättest dem Alten folgen können, Jin. Wenn ihr uns tötet, bricht ihr die Hölle los. Ja. Denke ich auch. Chu, Deng Jin. Das war's? Das war alles ein... Eine Übungsstunde. Mist. Ich hätt's wissen müssen. Du und deine Freunde zeigen Potenzial, Cassandra Cage. Aber bis ihr nicht als Einheit funktioniert, werdet ihr scheitern. Aber sonst habt ihr euren Besuch genossen? Die haben uns zerlegt. Dich vielleicht. Ich sehe auch eine Menge gefrorener Fußabdrücke auf deinem Marsch. Kommt schon. Ihr seid alle Sieger in meinen Augen. Neue Befehle von General Blade. Priorität 1. Außenweltler. Hier im Erdenreich. Eine Invasion? Kann nicht sein. Haben Sie etwa Angst, Mr. Cage? Außenweltler? Kein Problem. Wann sind Sie aufgetaucht? Das Portal hat sich vor ein paar Stunden im Hafen geöffnet. Insgesamt gut 5000 Flüchtlinge des Außenweltbürgerkriegs. Muss übel sein, wenn sie riskieren, hierher zu kommen. Nach euch. Nimm dir den Kampf mit den Lin Kuei nicht zu Herzen. Ist nicht gerade leicht. Danke, Kenshi. Könnten du und Cage sich uns anschließen? Sergeant Cage, Sie und Ihr Team bleiben hier. Das ist Li Mei. Sie erbittet Asyl für ihr Volk im Erdenreich.
Unser Dorf, Sandor, stand im Mittelpunkt einer gewaltigen Schlacht. Wir sind nur knapp lebend entkommen. Das ist Krieg. Ich meine, nichts für ungut, aber ihr Außenweltler lebt doch dafür, oder? Es war anders. Die Rebellen, Melina, sie haben eine Waffe, wie sie ganze Bataillone ausradiert. Es war unehrenhaft. Kein Combat. Erzähl mir mehr über die Waffe. Ein Talisman. Gold. Ein Juwel in der Mitte. Melina nutzt seine blutrote Energie ohne Präzision. Aber ist das nicht gut? Nicht jetzt, Sergeant Cage. Es reicht schon, dass sie es besitzt. Es verschiebt das Gleichgewicht. Der Imperator verzweifelt langsam. Und wer zwischen die Fronten gerät, bezahlt den Preis. Wenn dieser Talisman das ist, was ich vermute, bezahlen wir alle einen Preis. Reden wir über Shinnoks Amulett? Unmöglich. Die Basis, das Lager, die Wächter. S.E., Shaolin, niemals kommt da jemand vorbei. Ich muss es wissen. Tja, tolle Lage. Du erinnerst mich an einen Erdenreichler, der mit uns kam. Er fand auch an allem etwas Lustiges. Attraktiver Kerl, hä? Er war ein Erdenreichler. Eines seiner Augen glühte rot. Wen meint sie? Kenji, geh mit Li Mei. Ich gehe ins Flüchtlingslager. Ich muss ihn finden, bevor er abhauen kann. Ich komme mit. Du fragst Colonel Flagg nach dem Stand der Lagersicherheit. Wozu? Weil du dann nicht hier bist. Sind wir dabei? Nein. Ich muss Kotal Kahn fragen, ob Li Meis Bericht wahr ist. Sie und ihr Team gehen in die Außenwelt. Ich weiß nicht. Hatte erwartet, dass der Himmel lila wäre oder so. Glaub nicht alles, was im Internet steht. Und was macht dich zum Experten? Die Shaolin-Archive. Ich habe viel über die Außenwelt.